Die erste Journalistin auf einem Thron, Letizia von Spanien. The United Nations predictions about our health are indeed worrying. Nun berichten die Medien über sie. Eine Königin des 21. Jahrhunderts, die auch mal ihre Meinung sagt. Der Zarzuela-Palast vor den Toren Madrids. Eine Art Geschäftsstelle des spanischen Königshauses. Königin Letizia bittet zum Gespräch in ihr Büro. Auf der Tagesordnung die Vorbereitung einer Reise nach Mosambik. Sechs Wochen nach dem schweren Wirbelsturm Idai, der hundertfachen Tod, Hunger und Seuchen brachte, besucht sie das afrikanische Land. Im Auftrag der Regierung. Das Programm arbeiten Königin und Entwicklungsbehörde gemeinsam aus. Die Reise führt sie auch ins Katastrophengebiet, rund um die Hafenstadt Beira. Sie trifft Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und besucht ein spanisches Feldkrankenhaus für humanitäre Notfälle. In ihrem Gefolge jede Menge Journalisten. Zwar ist sie das Lieblingsmotiv der Medien, doch soll sie die Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenken. Es geht ihr bei der Reise nicht darum, sich zu zeigen und Bilder von sich zu liefern. Die Anwesenheit der Königin unterstützt unsere Entwicklungspolitik von Seiten der Staatsspitze und hilft denjenigen, die sie vor Ort umsetzen. Gleichzeitig erreichen wir durch sie eine Aufmerksamkeit, wie wir sie anders nie bekommen würden. Für unsere Entwicklungshelfer bedeutet ihr Besuch Nähe, Solidarität und Mitgefühl. Aber sie geht mit ihnen auch in Klausur. Die ehemalige Journalistin hat Fragen stellen gelernt, zuhören auch. Das kommt ihr in ihrem Job als Königin zugute. Es ist wirklich ein interessanter Werdegang. Sie ist eine Frau, die ihre Rolle lebt und ihren Einfluss begreift, den sie in manchen Bereichen hat. Und das sollten wir nutzen. Sie weiß, wo sie was bewirken kann. In einem der ältesten Königshäuser, das einst das mächtigste war. Zu besonderen Anlässen fährt Spaniens Monarchie groß auf. Chinas Präsident auf Visite in Madrid. Staatsbesuche gehören zum Kerngeschäft des Königspaars. Seit 2014 ist Felipe VI. Spaniens Staatsoberhaupt. Letizia trägt zwar den Titel Königin, doch das höchste Amt hat nur ihr Mann. Auch wenn die Staatsgewalt beim König liegt, symbolisch ist es viel wirksamer, wenn sie als Paar das Land zusammen repräsentieren. Abgesehen davon steht König Felipe für eine neue Zeit. Da stellt sich die Frage, was heißt das für die Rolle der Königin? In der spanischen Verfassung steht dazu nichts geschrieben. Doch erwartet wird viel. Anders als eine Präsidentengattin ist die Königin First Lady auf Lebenszeit. Und immer in der Öffentlichkeit. Das verlangt Disziplin und ein dickes Fell. Die Monarchie muss sich bewähren, die Königin auch. Nur repräsentieren,
den dynastischen Fortbestand sichern und die Gemahlin geben, war einmal. Heutzutage besteht die Herausforderung für eine Königin darin, zu beweisen, dass sie für die Gesellschaft einen Nutzen bringt und dass vieles ohne sie schlechter wäre. Wie macht sie das? Indem sie sich zum Sprachrohr für eine Sache macht, die sonst nicht die Aufmerksamkeit bekäme, die sie bräuchte. Man kann eine noch so großartige Leistung bringen. Wenn eine Königin sich der Sache annimmt, stehen alle Türen offen. 20% ihrer Zeit widmet Königin Letizia repräsentativen Aufgaben der Krone. Sie schüttelt Menschen aus aller Welt die Hand, vergibt kleine Preise und große und soll Spanien überall von seiner schönsten Seite zeigen. Für ein Jahresgehalt von rund 130.000 Euro plus ein Budget für Repräsentationszwecke. 80% ihrer Zeit gilt der eigenen Agenda. You'll know very well that these things happen, because Europe plays an essential role. Gesundheit, Ernährung, Bildung, junge Leute und Frauen stehen da ganz oben. Es ist bestimmt nicht leicht, Königin zu sein. Es muss oft schwer für sie sein. Der König wurde sein Leben lang ausgebildet, vor allem von seiner Mutter. Aber Königin Letizia war eine berufstätige Frau, die quasi über Nacht in eine Verantwortung kam, auf die sie nicht vorbereitet war. Ich glaube, dass sie sich sehr anstrengen musste. Und ich finde schon, dass dies auch Früchte trägt. Privat sind König und Königin ein gleichberechtigtes Paar. Eine ganz normale Familie. Ein Morgen bei den Bourbonen zu Hause. Die Töchter müssen in die Schule, die Eltern ins Büro. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch für Letizia ein tägliches Ringen. Darüber spricht sie viel in privater Runde. Sie fragt auch mal Journalistinnen, wie sie es schaffen, alles in Einklang zu bringen. Ihre Töchter verbringen den größten Teil des Tages in der Schule. Die Königin hat dann Zeit für die Büroarbeit im Zarzuela-Palast. Korrespondenzen führen, Reden vorbereiten, Einladungen prüfen, Termine wahrnehmen, Unterlagen zusammenstellen. Für die Krone ist politisch Zurückhaltung geboten. Doch beim Woman Award 2015, einer Preisverleihung für starke Frauen, prangert sie Missstände an. Analphabetismus, Kinderehen, häusliche Gewalt, Chancenungleichheit, Gehaltsunterschiede. Jedes Mädchen, egal wo es auf der Welt geboren wird, sollte selbst wählen können, was es im Leben will. Das war eine Ruckrede. Sie ist eine europäische Königin, eine moderne Königin, die den Mut hat, Klartext zu sprechen. Sie sagt, wir wissen, was alles in der Welt passiert und dass vieles völlig inakzeptabel ist. Dagegen werden wir etwas unternehmen. Fällt die Königin aus der Rolle? Sie muss vorsichtig agieren, darf sich nicht in die Politik einmischen, aber sie kann Signale setzen. Wir müssen Frauen mehr Bildung ermöglichen. Davon ist die Königin überzeugt. In die Bildung von Mädchen zu investieren, wird unsere Welt verändern. Diese Meinung ist nicht nur eine Attitüde. Dafür steht die Königin. Und dafür wird sie sich in Zukunft noch mehr einsetzen. Jedes Jahr eröffnet Letizia in Begleitung von Politik und Presse das neue Schuljahr. 2018 an einer Grundschule in Oviedo im Nordwesten Spaniens. Die Heimat von Rennfahrer Fernando Alonso und ihr, Königin Letizia. Uns wurde gesagt, dass die Königin den Ablauf der Schule so wenig wie möglich stören wolle. Wir sollten selbst entscheiden, was sie zu sehen bekommt. Sie war offen für alles und bat nur darum, kein großes Aufheben, um ihren Besuch zu machen. Alles sollte so natürlich wie möglich sein. Musik
keine leichte Übung. Es como decir una persona importante que viene. Bueno, nos pusimos elegantes para cuando fuese a venir. Yo creía que era un poco más vieja, pero es muy guapa. Ein großer Tag für die kleinen Spanier. Ein Anschub für die Bildungspolitik. Die Tatsache, dass sich die Königin dem Thema Bildung widmet, hat zur Folge, dass sich auch die offiziellen Stellen damit befassen müssen. Sie bereitet gewissermaßen den Weg. Sie hat die Bildungsministerin im Schlepptau und die kommt nur, weil die Königin kommt. Sie bringt das Thema auf die Tagesordnung. Und wenn wir dank der Königin und der Minister und allem, was dazu gehört, mehr Geld bekommen, dann hat der Besuch erreicht, was er sollte. Auch Letizia hat von einer guten Ausbildung profitiert. Ein Mädchen aus der Mittelklasse. Das Journalistengehen scheint ihr in die Wiege gelegt. Ihr Vater und ihre Großmutter sind bekannte Größen im asturianischen Radio. Im Alter von 9 Jahren moderiert Letizia wöchentlich Hörspiele und kommentiert ihre eigene Hitparade. Nach dem Studium in Madrid führt sie der erste Job als Reporterin zu CNN. Letizia Ortiz, CNN Plus, Madrid. Es geht steil aufwärts. Sie wird mehrfach ausgezeichnet, auch als beste Journalistin unter 30. 2000 nimmt das öffentlich-rechtliche Fernsehen sie unter Vertrag. Sie war eine Allzweckjournalistin, die immer zur Verfügung stand und bereit war, in jedes Land zu reisen, um über Krisen oder sonstige Ereignisse zu berichten. Sie war vollkommen unabhängig. Und für so jemanden kann es nicht einfach sein, in das Königshaus einzutreten und sich dem Protokoll zu unterwerfen. Es fiel ihr schwer, sich anzupassen und ihre Freiheit aufzugeben. Dass sich ihr Leben völlig verändern wird, hält sie erstmal geheim. Als Moderatorin der Hauptnachrichten ist ihr Gesicht fast allen bekannt. Aber niemand ahnt, was sich hinter den Kulissen anbahnt. Mir war damals nur eines aufgefallen. Sie machte sich mehr zurecht, wenn sie in die Redaktion kam. Vorher trug sie meistens Jeans. Sie war immer gut gekleidet, aber eben lässig. Doch in jenem Sommer sah ich sie auch mal in Kleidern. Das überraschte mich ein wenig, aber das war's. Wir hatten keine Ahnung, dass sie mit dem Kronprinzen zusammen war. También en la tercera edición del telediario en La Dos Noticias. Que pasen un feliz fin de semana. Hasta lunes. Am 31. Oktober 2003 ist sie zum letzten Mal auf dem Schirm. Mit Bekanntgabe der Verlobung legt sie ihren Job nieder und zieht am selben Tag aus ihrer Wohnung aus. Es wäre unmöglich gewesen, von ihrer Wohnung den ganzen Rummel fernzuhalten. So groß waren die Erwartungen. Um ihre Sicherheit zu gewährleisten und sie vor dem Medienandrang zu schützen, holte man sie in den Zarzuela-Palast. Der 22. Mai 2004. Aus der Journalistin Letizia Ortiz wird die Kronprinzessin von Spanien. Zum ersten Mal heiratet ein spanischer Thronfolger eine Bürgerliche. Mit Berufserfahrung und auch schon mal geschieden. Ein Novum in der altehrwürdigen Monarchie. Auch eine Chance. Dass der König eine Frau aus dem Volk geheiratet hat, ist, mal abgesehen davon, dass dies sicherlich eine Entscheidung aus Liebe war, gut für die Monarchie. Vielleicht nicht der Adel, aber ein Großteil der spanischen Gesellschaft kann sich mit einer Spanierin wie ihr besser identifizieren.
Sie kennt die Probleme aus eigener Erfahrung, hatte ihren Lebensunterhalt selbst verdient und kommt aus einer Familie in der Mitte der Gesellschaft. Doch wird der Rollentausch auch heftig diskutiert. Ausgerechnet die Medien werden ihr schärfster Gegner. Jeder Schritt, jeder Tritt wird beobachtet. Ihre Herkunft, ihre Kleidung und Figur sind Themen unzähliger Berichte und Spekulationen. Vielleicht ist es nur ein schlimmes Vorurteil, dass Missgunst in Spanien das vorherrschende Gefühl ist. Aber wahrscheinlich hat ein Teil der Ablehnung, die ihr entgegenschlägt, mit Neid zu tun. Die Menschen sind besonders kritisch und fordernd, weil Königin Letizia eben nicht der spanischen Aristokratie oder einem europäischen Königshaus angehört. Man könnte ja erwarten, dass die öffentliche Meinung deshalb bei Fehlern und Fehltritten eigentlich toleranter, nachgiebiger und mitfühlender sein müsste, aber weit gefehlt. Das Kronprinzenpaar lässt sich dadurch nicht beirren. Das erste Projekt auf ihrer eigenen Agenda widmet sich einem kaum beachteten Thema. Ich erinnere mich an den 4. Dezember 2008, als sie uns im Zarzuela-Palast empfing. Sie wollte wissen, welche Bedürfnisse Menschen und Familien haben, die in Spanien mit einer seltenen Krankheit leben. Wir trafen auf eine Person mit großer Nähe und der Fähigkeit zuzuhören. Sie gab uns zu verstehen, ich will alles wissen. Ich bin an eurer Seite. Ich will die Probleme kennen und versuchen zu helfen. Über 7000 sogenannte seltene Krankheiten sind bekannt. 3 Millionen Spanier davon betroffen, 350 Millionen Menschen weltweit. Durch Letizia finden sie Gehör. Ich selbst bin Vater eines Mädchens, bei dem eine dieser seltenen Krankheiten diagnostiziert wurde. Mit der Königin an unserer Seite haben wir einen Wandel in der Gesellschaft vollzogen. Noch vor 10 Jahren wurde das Thema verdrängt. Die Kranken waren unsichtbar. Die Königin hat ihnen ein Gesicht gegeben. Seltene Krankheiten rückten durch sie weit nach vorne auf der politischen Agenda. Ihr Wort hat Gewicht. Freunde und Freundinnen, Genies. Ich schätze mich aus vielen Gründen glücklich, hier zu sein. Einer davon ist, bitten zu können. Zum Beispiel um die Bereitschaft der öffentlichen Institutionen, der Unternehmen, der Medien, nie zu vergessen, was es bedeutet, eine schwer zu diagnostizierende, seltene Krankheit zu haben. Diese Aufmerksamkeit, dieses dauerhafte, echte, effektive Engagement ist es, das wir den Erkrankten und Verstorbenen schuldig sind. So wie Celia. Celia hatte die Gelegenheit, die Königin zu treffen. Doch meine Tochter konnte nicht sprechen. Mir, wie allen Angehörigen, hat dieses Mitgefühl sehr viel bedeutet. Wer Letizia aus der Nähe kennenlernt, spricht von ihrer Herzlichkeit. Ein Bild, von dem die öffentliche Wahrnehmung abweicht. Stets wird sie gemessen an ihrer Schwiegermutter. Königin Sophia ist heute noch das beliebteste Mitglied der Königsfamilie. Das lässt manchmal vergessen, dass es die Spanier ihr am Anfang auch nicht leicht gemacht hatten. Königin Sophia hat die Zuneigung der Spanier gewonnen. Auftritt für Auftritt, Reise für Reise. Geste für Geste. In der Tat hat sie viele Jahre gebraucht, um wahrgenommen zu werden und ihren Platz zu finden, an dem sie sich für die Gesellschaft nützlich machen kann.
Als Prinzessin von Griechenland und Nachfahrin des deutschen Kaisers galt Sophia als geborene Kandidatin für die Königinnenrolle. Sie musste sich als Landesmutter in schweren Zeiten und nationalen Notlagen bewähren. Die Menschen lernten sie vor allem durch eben solche Ereignisse kennen, in denen sie große Nähe zeigte. Es gab also einerseits eine eher förmliche Königin Sophia. Und auf der anderen Seite wusste sie den Menschen auf einer sehr einfachen und natürlichen Ebene spontan zu begegnen. Das haben ihr die Leute nicht vergessen. Für Schwiegertochter Letizia gilt sie als Vorbild. Dass der Beruf Königin auch Rückschläge kennt, hat Sophia selbst oft genug erfahren, auch wenn sie darüber schweigt. Fast 40 Jahre lang war sie die Landesmutter an der Seite von Juan Carlos, bis das Amt auf ihren Sohn Felipe übergeht und Letizia ihre Nachfolge antritt. Als Spaniens neue Königin. 19. Juni 2014, der Tag, an dem Felipe König wird, macht aus Letizia die erste bürgerliche Königin in der Geschichte Spaniens. Felipe verkündet, er stehe für eine neue Monarchie in einer neuen Zeit. Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Mit dieser Frau an seiner Seite scheinen die Weichen dafür gestellt. Ihr früherer Beruf hat ihren Charakter und ihren Blick auf die Welt geprägt. Wir leben in einer Zeit schneller Veränderungen. Und die Fähigkeit, diese Veränderungen wahrzunehmen, auch ihre Ursprünge und ihre Folgen, ist von großem Nutzen. Diese Fähigkeit hat Königin Letizia. Seit 2014 sind Felipe und Letizia im Amt. Eine neue Monarchie braucht neue Themen. Digitalisierung, Gleichberechtigung, Klimaschutz sind nun auch Königssache. Muy buenas tardes, les habla el rey. Auch eine neue Generation will angesprochen werden. Eine von katalanischen Unternehmern ins Leben gerufene Stiftung soll die Berufs- und Bildungschancen junger Menschen verbessern. Ich habe schon mit der Stiftung zusammengearbeitet, als sie noch nicht König und Königin waren. Zwei Tage verbrachten sie mit den Jugendlichen, halfen ihnen, motivierten und inspirierten sie. Jetzt als Könige haben sie eine volle Agenda. Aber trotzdem können wir auf sie zählen. Das bedeutet für die jungen Leute eine zusätzliche Motivation. Ein Auftritt in prekärer Lage. Fast jeder dritte Jugendliche in Spanien findet keine Arbeit. Die Stiftung kann wenigstens ein paar tausend Jugendlichen und Jungunternehmern auf die Sprünge helfen. Auch mit einem Preis. Mehr als zu unterstützen, liegt nicht in der Macht der Königin. Es war sehr wichtig für mich, dass die Königin dabei war. Diese Anerkennung ist auch ein Ansporn, weiterzuarbeiten. Unternehmertum hat immer seine Höhen und Tiefen und ja, es hilft, weiterzumachen. Letizia will selbst bestimmen, welche Themen sie voranbringt. Auch wenn Politik nicht zu ihrer Berufsbeschreibung gehört, hat ihr Engagement Folgen. Ich hätte nie gedacht, dass ein für die Regierung zweitrangiges Thema bei der Königin auf Resonanz stößt. Wir sind eine kleine Organisation. Wir tun viele große Dinge, aber wir sind sehr klein. Die Organisation, von der die Rede ist, tritt für den Schutz und die Wiedereingliederung von Prostituierten ein. In der Nachfrage nach Prostitution steht Spanien auf Rang 3 weltweit. Auch von Ausbeutung und Sklaverei ist die Rede.
Die Königin verstand gleich, wie sie uns unterstützen könnte. Sie legte den Finger in die Wunde. Das gefiel uns. Wir wollen sie als Galionsfigur. Dann kämen wir auf eine Ebene, die wir mit unseren Kampagnen nie erreichen würden. Wir wollen sie an unserer Seite haben. Sie soll weitermachen, vor allem bei den Aktionen gegen den Menschenhandel, mit der klaren Haltung, die sie dazu hat. Der König unterstützt Letizias Engagement. Auch die Regierung hat in ihr eine Befürworterin gefunden für einen Staatspakt gegen Gewalt an Frauen. Im Oktober 2019 wird Letizia zum ersten Mal als Königin mit einem Preis ausgezeichnet. Vom Generalrat der rechtsprechenden Gewalt. Mehr und mehr tritt sie aus dem Schatten ihrer Vorgängerin heraus und übernimmt von ihr weitere Aufgaben. Ich möchte Ihnen von einem Gespräch mit Königin Sophia vor vielen Jahren erzählen. Sie sagte zu mir, in ihrer Art, die sie hat, wenn sie nicht vor einem Mikrofon steht, so liebevoll und ehrlich, stets korrekt und vollendet, wie sie ist. Mira, Letizia, yo hago muchas cosas. Pero sin duda hay una iniciativa que me... Die schrittweise Staffelübergabe von Königin zu Königin erfolgt offenbar reibungslos. Sie können sich vielleicht vorstellen, mit welchem Respekt, welcher Freude, welcher Verpflichtung und welchem Interesse ich die Ehrenpräsidentschaft für die Stiftung gegen Drogenabhängigkeit von Königin Sophia übernehme. Doch nicht alle Bilder von Schwiegermutter und Schwiegertochter zeugen von Harmonie. Mallorca im April 2018. Die Königsfamilie besucht wie jedes Jahr die Ostermesse in Palma. Vor laufenden Kameras stellt sich Königin Letizia in den Weg, als die Schwiegermutter für ein Foto mit den Enkeltöchtern posieren will. Sie vergaß für den Bruchteil einer Sekunde, wer sie war. Sie hat einen Fehler gemacht. Eine Königin muss sich immer ihrer Rolle bewusst sein. Das wird jedenfalls von ihr erwartet. Aber es ist aus dem Ruder gelaufen. Die Medien stürzen sich auf den Vorfall. Von Brutalität und Aggressivität ist in Zeitungen im In- und Ausland die Rede. Letizia zeige ihr wahres Gesicht. Der Shitstorm in den sozialen Netzwerken ist noch gnadenloser. Das war eine Szene, die wahrlich nicht glücklich für sie war. Aber diese Abrechnung in den Medien, die Menge an Tinte, die in den Zeitungen verschwendet wurde, die Tweets, das war völlig maßlos. Die neue Monarchie bekommt die Macht der neuen Medien zu spüren. Natürlich tut es ihr weh. Das ist menschlich. Stell dir vor, in der Arbeit oder sonst wo machen wir einen Fehler. Wir sagen etwas, das wir nicht hätten sagen sollen, und dann bereust du es gleich. So war das auch für sie. Sie ist auch nur aus Fleisch und Blut. Die Königin lernt, dass selbst die kleinsten Gesten zählen und eine Botschaft aussenden. In dieser Zeit, die von sozialen Netzwerken dominiert wird, ist jede Bewegung, jede Garderobe, jeder Blick Gegenstand einer unmittelbaren und brutalen Überprüfung. Gnadenlos. Tatsächlich ist Königin Letizia einem medialen Druck ausgesetzt, den es bei Königin Sophia nicht gab. Und, offen gesagt, ich weiß nicht, wie lange man so etwas aushalten kann. Am wenigsten Angriffsfläche bietet das Engagement für gute Zwecke. Großer Bahnhof für Spaniens Königin in Italiens Hauptstadt. Zum Welternährungstag treffen sich in Rom Politiker und Funktionäre aus der ganzen Welt.
Als Sonderbotschafterin der Welternährungsorganisation FAO spricht Letizia deutliche Worte. Su Majestad, Dona Letizia, Reina de España. Die Prognosen der Vereinten Nationen für die Gesundheit sind besorgniserregend. Jede Aktion zählt, jeder Eingriff ist wichtig. Wir haben die Möglichkeit, das Leben für Millionen von Menschen zu verbessern. Der Besuch in Rom ist beispielhaft für das Berufsbild Königin. 11 Uhr, Besuch der Königlichen Akademie Spaniens und Fototermin mit den Kunststipendiaten. 11.30 Uhr, Empfang durch die Leiterin und Führung durch eine aktuelle Ausstellung. 12 Uhr, Hintergrundgespräch mit Stipendiaten und Fototermin mit Mitarbeitern. 13 Uhr, Rückkehr zum Welternährungstag und Mittagessen unter Ausschluss der Medien. 14 Uhr, Rundgang durch die Ausstellung Zero Hunger mit Selfie für die Fotowand. 15 Uhr, Besuch der Podiumsdiskussion, den Menschen einbeziehen in Lösungen für den Planeten. 15.30 Uhr, Treffen mit den spanischen Mitarbeitern der Welternährungsorganisation und abschließender Fototermin. 16 Uhr, Abreise und Rückflug nach Madrid. Wenn sie zu einem Treffen kommt, sei es zu Ernährungsfragen, Umweltfaktoren oder Luftverschmutzung, dann verleiht sie der Veranstaltung Gewicht. Sie hebt das Niveau. Sie stellt auch Fragen wie eine Journalistin, die uns manchmal wirklich in Verlegenheit bringen. Selbst wenn ein mächtiger Präsident den Zielen entgegenwirkt, für die sie streitet, muss sie lächeln, wenn er einlädt. Das gehört zur Staatsräson. Die Regierung gibt die Reisen und Abläufe für das Königspaar vor und die Königin erfüllt das immer alles sehr diszipliniert. Natürlich liegt man mal mehr, mal weniger auf einer Wellenlänge, aber sie macht alles mit großer Professionalität. Vielleicht merkt man hinter verschlossenen Türen, dass ihr manche Leute mehr liegen. Aber wenn es gilt, das Land zu repräsentieren, ist sie stets darauf bedacht, alles einwandfrei zu machen. Dazu zählt auch, alten Traditionen zu folgen. Hin und wieder mehr Königsgemahlin als Königin zu sein. Und eine gute Figur zu machen, an der Seite ihres Mannes. 53 Auslandsreisen hat sie in den ersten 5 Jahren als Königin unternommen und 32 Staatschefs in Madrid empfangen. Der imposante Brillantschmuck stammt aus der Zeit der Jahrhundertwende. Zu dieser Zeit hatten Juwelen noch eine größere Bedeutung. Man betrachtete sie als Vermögenswert. Nicht einfach als Ausgabe, sondern im Gegenteil. Das war eine Investition, ein Erbe, das bei der Krone verbleiben sollte. Spanien zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die letzten Kolonien sind verloren. Das Land fällt in der Entwicklung zurück. An die einstige Weltmacht erinnern nur noch die prächtigen Bauten, die Spaniens Herrscher errichten ließen. Die Hochzeit von König Alfonso XIII. Mit der britischen Prinzessin Victoria Eugenia soll der vielversprechende Auftakt einer neuen Epoche sein. Er schenkt ihr das legendäre Fleur-de-Lis-Diadem, das nun Letizia trägt. Im Königshaus nannte man es das gute Stück. Es ist das bedeutendste Diadem der spanischen Königsfamilie, ein ganz außergewöhnliches. Und das Beste, es ist noch immer total in Mode. Glücklich wird Victoria Eugenia in ihrer neuen Heimat trotzdem nicht. Frauen, die Königin eingeschlossen, haben in Spanien damals nicht viel zu melden. Während sich der König als Lebemann entpuppt, leidet sie unter den starren Regeln bei Hofe.
Das Paar entfremdet sich. Es lag ein Stück weit an der kulturellen Unvereinbarkeit und den sehr unterschiedlichen Lebensweisen. König Alfonso hatte viele Tugenden, aber auch viele Laster. Und die spanische Gesellschaft, die Aristokratie eingeschlossen, blieb unter sich. Ich denke, dass das für Königin Victoria Eugenia einfach zu eng war. Victoria Eugenia überlebt ihren Mann um fast 3 Jahrzehnte. Einen gewaltigen Schatz hat er ihr hinterlassen. Für jede Affäre soll er sie mit einem Schmuckstück entschädigt haben. Victoria Eugenia hat verfügt, dass diese Juwelen nur von einer Königin getragen werden dürfen. Auch das Fleur-de-Lis-Diadem. Letizia ist die erste wirklich glücklich verheiratete Königin, deren Haupt es schmückt. So ist auch dieses Symbol dem Wandel unterworfen. Auf dem Kopf einer Königin, die ihrem Mann auf Augenhöhe begegnet. Die Weihnachtsansprache des Monarchen ist die einzige Rede, die vom Königshaus in Eigenregie verfasst wird. Bei der Vorbereitung ist die ganze Familie im Einsatz. Ich wende mich an euch, um allen frohe Weihnachten zu wünschen und gemeinsam mit der Königin, der Prinzessin von Asturien und der Infantin Sophia unsere besten Wünsche zu übermitteln. Die Krone steht vor großen Herausforderungen. Der Rückhalt für die Monarchie schwindet vor allem bei jungen Leuten. Ein Großteil der Bevölkerung Kataloniens will sich ganz vom spanischen Königreich lossagen. Der Weg kann nicht erneut zu Konfrontation oder Ausgrenzung führen. Der König appelliert an die Einheit der Nation, auch im Angesicht des Terrors von Islamisten. Wir Spanier wissen sehr wohl, dass wir sie nur durch demokratische Einheit, die Stärke der Rechtsstaatlichkeit und die Wirksamkeit der internationalen Zusammenarbeit besiegen können. Europa und damit auch Spanien steht vor Herausforderungen, die global sind und denen nicht mit Schwäche oder Spaltung begegnet werden kann, sondern mit der Stärke der Einheit. Die königliche Familie kommt ihrem Auftrag nach. Die Krone als Symbol der Einheit und Schiedsrichter der Nation, wie es in der Verfassung heißt. Das Hauptproblem Spaniens ist die Wahrung der Einheit des Landes. Die Tatsache, dass es eine Institution gibt, die über den Streitigkeiten und Abspaltungsbestrebungen steht, die also für die gesamte Gesellschaft handelt, erinnert uns an die Werte der Verfassung. Das sollen auch die Töchter verinnerlichen. Die Königskinder werden auf ihren künftigen Beruf vorbereitet. Vor allem die Ältere, Leonor, die Prinzessin von Asturien, die eines Tages ihrem Vater auf den Thron folgen wird. An ihrem 13. Geburtstag liest sie aus der Verfassung, die gerade 40 Jahre alt geworden ist. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y ese día se vio perfectamente cómo. Es war klar, dass die Königin mit ihrer Tochter den Text immer und immer wieder geübt haben muss. Das sieht man an dem zufriedenen Gesicht der Mutter, als die Prinzessin fertig war mit ihrem perfekten Auftritt. In Letizias Heimat Oviedo wird jährlich der renommierte Prinzessin von Asturien-Preis verliehen. Für herausragende Leistungen, ob in Sport, Wissenschaft oder Kultur. An diesen Ort kehrt Letizia immer wieder gern zurück.
Ihre Präsenz und ihre Unterstützung für den Preis sind von essentieller Bedeutung. Die Königin hat einen ganz besonderen Bezug dazu. Als Tochter Asturiens, die aus Oviedo kommt, als Journalistin, die einst selbst von der Preisverleihung berichtet hat, als Königin von Spanien und als Mutter der Prinzessin von Asturien. Das ergibt eine gute Mischung. 2018 erfüllt Letizia sich einen Wunsch. Sie trifft einen der Preisträger, den sie bewundert, zum Vier-Augen-Gespräch. Oscar-Gewinner Martin Scorsese. Nun steht der ältere Herr im Mittelpunkt. Es war eine Begegnung zwischen einem Filmfan und einem Filmmeister. Als wir den Saal betraten, begannen alle zu applaudieren. Und sie tat dasselbe. Sie applaudierte. Sie hat es sehr genossen. Sie hörte ihm zu und war sehr aufmerksam bei allem, was er sagte. Eine echte Kinoliebhaberin. Der Schnellzug zwischen Madrid und Valladolid. An Bord im Großraumwagen der ersten Klasse die Königin, ihr engster Mitarbeiter und ein Regierungsmitglied. Einst war Valladolid die Hauptstadt des spanischen Königreichs. Heute ist es Schauplatz für ein internationales Filmfestival. Wieder nutzt Letizia ihren Einfluss für ein Nischenprojekt. Denn Blockbuster und rote Teppiche sind hier Fehlanzeige. Die Königin liebt Arthouse-Filme, wie den Stummfilmklassiker Safety Last, ausgerechnet Wolkenkratzer. Mit Orchesterbegleitung. Sie ist eine gebildete Frau mit politischem Sachverstand und viel Gefühl für die Strömungen der Zeit. Ich habe den Eindruck, dass der König durch sie die Meinungen hört, die ihn sonst nicht erreichen würden. Mit ihr kann er seine Sorgen und Hoffnungen teilen. Sie sind eine Einheit, funktionieren wie ein Tandem. Laut einer aktuellen Umfrage unterstützen inzwischen wieder 62% der Spanier die Monarchie. 2014 stand nicht einmal die Hälfte der Bürger hinter dem Königshaus. Sie sind ein modernes Paar. Sie sind Profis. Sie kennen die Gesellschaft gut. Sie stehen für ein modernes Spanien und wollen dem entsprechen, was man von ihnen erwartet. Vor allem Letizia bekam zu spüren, dass sie jederzeit unter Beobachtung stehen. Ich hoffe dennoch, dass sie weiterhin für die Botschaften kämpft, für die sie steht. Sie kann die Stimme derer sein, die sonst vielleicht nicht gehört werden. Ich glaube, dass sie das will, in dem Maße, wie es ihr erlaubt ist und wie man sie lässt. Beruf Königin. Angelegt ist ihr Job jedenfalls auf Lebenszeit.